Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich glaube, es war 2000, 2001, 2002, da wurde in Deutschland die Prostitution legalisiert. Das heißt, davor war es mehr geduldet, also im Westen von Deutschland. Ich muss leider so weit zurückgehen, als Deutschland noch geteilt war. Und da war es halt so, in meiner Jugend wusste jeder in München, wo Bordelle sind, wo die Straßen sind, wo die Straßenprostitution stattfindet. Jeder wusste, das ist illegal und verboten und dass viele Frauen dazu gezwungen sind, das zu machen, dass viele halt drogenabhängig sind, dass sie Zuhälter haben, die sie dazu zwingen, etc. pp. Und um dem Ganzen halt eben Einhalt zu gebieten oder zumindest den Versuch zu starten, hat man im Jahr 2001 eben das aus dem Sittenwidrigen rausgeholt und den Paragraphen halt abgeschafft und Prostitution mehr oder weniger erlaubt für erwachsene Menschen. Also die Frauen müssen wohl volljährig sein. Und um eine Handhabe gegen Zwangsprostitution zu haben. Meiner Meinung nach war alles so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also ich kann mich noch erinnern, dass damals halt oft in der Zeitung gelesen hast, da gab es halt immer wieder Razzia in dem und dem Bordell und ja, und das war halt alles so seltsam, das hab ich nicht verstanden. Ne? Einerseits ist es da, andererseits will es keiner wirklich zugeben, dass viele da hingehen anscheinend und es ist auch was Notwendiges in meinen Augen. Aber eben halt nur mit dem legalen Rahmen. Und ich denke mal, heute ist es immer noch so, dass es nicht richtig bekämpft wird, das Illegale, weil der Rahmen für das Legale nicht so attraktiv genug ist. Aber da gehe ich mir nicht genau aus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich nicht genau so auf dem Schirm habe. Ich habe es halt bloß mitbekommen. Und ich denke mir, ähnlich ist es doch auch mit dem Cannabis, oder? Langsam, aber sicher ist es geduldet schon fast, wenn die Leute, also die Menschen, ich rede jetzt nicht die Justiz und nicht die Regierung, sondern ich rede vom Volk um drum. Die akzeptieren das, wenn irgendwo einer was raucht. Das interessiert niemanden. Jeder kümmert sich, die meisten kümmern sich um eigenen Scheiß. Es sei denn, es ist da irgendjemand, der das missversteht alles. Und meint, es ist so ultra gefährlich, dass man halt jetzt das bestrafen müsse. Ich glaube, Jugendschutz kriegst du nur mit einer Legalisierung hin. Ja, nur mit einer regulierten, freien Abgabe. Natürlich braucht es Regeln, wie man die Sachen dann herstellt, wie man die versteuern muss, wie man die veräußert, etc. pp., wo man das konsumieren darf, wo nicht, hin und her. Und was passiert, wenn man es an Jugendlichen abgibt, etc. Das ist schon wichtig. Andererseits bin ich halt auch der Meinung, dass man einem jungen Menschen mit 16 Jahren das schon zugestehen kann, wenn man ihm Bier zugesteht, dass er da auch einen Joint raucht. Da würde ich es allerdings dann an Grenzwerten festmachen, wie viel Prozent THC hat das, was der kaufen darf, ja, zum Beispiel. Ich weiß, ich bin jetzt eisig, dass ich mich da gerade wage, aber ich kenne ja ganz viele, die mit 16 das Kiffen angefangen haben und aus denen ist alle was geworden. So gut wie keiner hat irgendwie Probleme gehabt. Nicht mehr Probleme als ich, der als Erwachsener angefangen habe. Das war halt eigentlich nur von dem Drumherum kommt oder von eigentlichen Problemen, die man hat und warum man überhaupt angefangen hat. Das hat ja alles nichts mit den Substanzen selber zu tun. Und gerade bei Cannabis ist es halt etwas, was man einfach nicht in den Kopf rein will, dass es Menschen gibt, die das so extrem verteufeln, als wäre das wirklich eine dämonische Substanz. Anders kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Weil nichts davon ist irreparabel, was Cannabis anrichten kann. Nichts. Nicht einmal die Psychosen. Auch Leute, die eine Psychose kriegen, können wieder geheilt werden davon. Also nicht geheilt, aber die Psychose und die Zustände und so, das kann man wieder in den Griff kriegen. Und die hätten früher oder später das bekommen können. Manche, die reden sich, man kann das schon, also es geht tatsächlich, dass man sich so zukifft und irgendwo so mit seiner Fantasie
reinsteigert, dass man Dinge für bare Münze nimmt, weil man sich das nicht anders erklären kann. Verstehst du? Da werden dann so Gedankengänge wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der Michael, der hat, weiß ich nicht, die und die Sache gemacht, nur weil er mir schaden möchte. Die Wahrheit ist wahrscheinlich, der hat das gemacht, ohne an mich dabei zu denken und da hat mir gar nichts zu tun. Aber in meinen Gedanken bin ich mir ganz sicher, dass er das war und das gemacht hat, nur um mir zu schaden. Und alles, was dann passiert und die Dinge, die münzen sich alle nur noch auf mich und glaube tatsächlich, dass die ganze Welt gegen mich ist. Und dann ekel ich mich auch ein und gehe nicht mehr raus. Weil jedes Geräusch, glaube ich, da will einer einbrechen oder die Polizei. Dieses Reinsteigern und dann auch felsenfest davon überzeugt sein, dass das, was man da sich zusammenspinnt, dass das stimmt. Ich glaube, das führt dann dazu, dass manche Leute dann den Absprung nicht schaffen, die steigern sich in eine Psychose rein, weil sie prädestiniert dafür sind. Und die anderen, die halt nicht dafür prädestiniert sind, die müssen bloß einmal nüchtern werden. Oder mal eine Zeit lang weniger rauchen, damit sie wieder klar sind. Also ich kenne das, mich reinsteigern in Sachen von anderen Substanzen, von Kokain. Und dass ich mich so in eine Paranoia reingesteigert habe selber, dass ich nicht ganz sicher bin, ist es die Substanz gewesen oder einfach nur die Unfähigkeit von mir, mit dieser Substanz umzugehen. Okay, Leute, das war's für heute. Tschüss.